Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal E-Gaming und damit auch zum zweiten Tag der 100-Tage-Challenge. Gestern am 11.02. hat die 100-Tage-Challenge angefangen und heute am 12.02. geht es natürlich weiter wie versprochen. Jetzt 100 Tage lang noch, beziehungsweise jetzt noch 98 Tage nach diesem Video. Jeden Tag ein Video hochladen, das ist die Challenge. Wer es noch nicht mitbekommen hat, er kann sich gerne das Video von gestern angucken. Und ja, heute machen wir die Challenge, dass ich nur eine Stadt looten darf. Heißt, ich lande zum Beispiel in Tilted, darf ich nur Tilted looten. Aber zum Beispiel Metz darf ich außerhalb farmen und natürlich von den Gegnern die Munition und die Heilung nehmen, aber keine Waffen. Heißt, ich darf nur die Waffen benutzen, die ich in der Stadt finde. Heißt, wenn ich jetzt nur Pistolen in der Stadt finde und damit rausgehe, dann darf ich auch nur diese Pistolen benutzen. Und ja, ich würde sagen, ich hoffe, das Format gefällt euch. Diese 100-Tage-Challenge. Kommt gerne auf mein Discord und lasst gerne ein Abo da und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, um keine weiteren Videos mehr und diese 100-Tage-Challenge zu verpassen. Lasst gerne ein Like da und kommentiert, was ihr noch sehen wollt. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit den Highlights. So, ich würde sagen, wir gehen einfach mal hierhin. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Also wenn ich es so lese, wie es da steht, Sanctuary vielleicht, keine Ahnung. Ich denke mal, ihr habt es schon am Anfang verstanden, aber ich darf jetzt nur diese Stadt looten. Und natürlich, wenn hier ein Gegner kommt, ihn looten, weil es dann noch innerhalb der Stadt ist. Aber alles außerhalb nicht mehr. Ich werde mich bei euch melden, wenn ich mit dem Loot aus der Stadt gehe oder wenn hier ein Gegner ist. Okay, let's go. So, ich gehe jetzt mit einer blauen MK7 Sturmgewehr raus, einer grünen MP, einer grünen Pumpgun und 6 Minis, 3 Medikits ist ja unwichtig, weil ich kann ja hier eh verwenden, beziehungsweise neu aufheben. Und ja, es geht ja in dieser Challenge nur um die Waffen, dass ich jetzt nur mit diesen Waffen bis zum Ende kämpfen darf. Hoffentlich gewinnen wir vielleicht die Runde. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm, aber vielleicht, wenn wir nicht gewinnen, ein paar Kills. Sowas tut jetzt natürlich weh, wenn ich hier so einen goldenen Raben sehe und dann da so eine. Ich heb's nur einmal kurz auf. Ich glaube, es ist. Ah ne, ist keine Heavy. Aber wenn dann da sowas rauskommt, das ist dann natürlich ärgerlich. Aber so ist nun mal die Challenge und man kann auch mit schlechten Waffen gewinnen. So, den haben wir. Wir nehmen das Jump Pad mit die Spider-Man-Handschuhe dürfen wir natürlich. Ja, ich hätte vielleicht Daily Bugle landen. So, nur so wegen den Spider-Man-Handschuhen. Aber es geht schon. Jetzt haben wir noch einen Kopfgeldauftrag in Tilted. Der müsste jetzt ja eigentlich gleich hier rauskommen. Wenn die Zone hier so langsam kommt. Da hinten bauen auf jeden Fall noch welche. Und es sind noch 19 Leute übrig. Also es könnte eine gute Runde werden. Hier ist auch schon der nächste. Oder? Gerade ein Boot gekommen. Warum ist hier kein Gegner? Ah, da hinten ist er ja. Ich werde gejagt. Na super. Ja gut, wenn mein Aim mal wieder reinkickt und ich kein Aim habe. Aber es war nur die erste Runde. Ich würde sagen, wir sehen uns direkt in der nächsten Runde. So, in der zweiten Runde, in der letzten Runde ein bisschen unglücklich gestorben. Ich würde sagen, diese Runde gehen wir einfach mal Greasy Groove. Ich habe gerade überlegt, Tilted zu gehen, aber ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist.
Aber ja, nee, ich glaube, ich gehe lieber Gwisegoof. Dann können wir auch zur Zylte drüber fahren oder so. Und da noch ein paar Kills holen. Und ich hoffe, wir finden einigermaßen gute Waffen, weil Gwisegoof ist eigentlich gar nicht so groß. Ja. Also es ist schon so eine große Fläche, aber es gibt nicht so viele Häuser. Und daher auch nicht so viel Loot. Ist klar, denke ich mal. So, da haben wir doch schon mal einen. Doch schon mal gut. Rechts höre ich auch noch welche. Hier haben wir schon mal eine Pumpgun. Und dann gehen wir mal hoch. Irgendwo hier habe ich. Ich öffne noch kurz die Truhe. Ja, eine Sniper. Da. Jetzt ist er hier im Haus drin. Ich höre ihn. Wir bauen mal hier ab. Wo ist er denn? Ich glaube noch einer weiter unten. Ah, da haben wir ihn. Upsala. Geht doch schon mal gut los. So, die Zone ist relativ weit weg. Wir gehen jetzt hier mit einer grünen Heavy Pump. Leider einer grauen Maschinenpistole. 6 Minis, Class Heilung. Einer grünen MK7 Gewehr und einer grünen Sniper. Ist alles nicht die Welt. Ich wäre zufrieden, würde die MP noch grün sein. Aber die MP in Grau ist ja der absolute Rotz. Aber wir haben schon mal zwei Kills. Ich kann mich nicht beschweren. Da vorne haben wir doch schon den nächsten Gegner. Komm noch mal her, hier du. Oh ja, den haben wir. Ah, ich dachte gerade mein Aim. Oh mein Gott, nee, oder? Upsala. Ich hab einfach. Hier liegt einfach eine lilane MP und ich muss hier liegen lassen. Ja, gut. Wir haben aber noch ein Jumppad und so, also es wird schon alles gut gehen. Wir nehmen hier unser Auto und fahren einfach mal in die Zone, würde ich sagen. Da haben wir den nächsten. Wir gönnen uns einen Mini. Ich weiß, war es ein 86er? Ich glaube schon, ne. Ich höre doch schon den nächsten Spider-Man. Eben ordentlich Schaden gedrückt. Und da ist er tot. Nice. Er ist einfach an Fallschaden gestorben. Ah, blaue Striker würde ich jetzt gern mitnehmen. Und noch wieder blaue MK7. Lilane MP. Ja, wäre ganz schön nice. Aber egal, noch 11 Leute. Und wir laufen jetzt 10 Leute. Wir laufen immer noch mit unserer grauen MP hier rum. Wir sagen, läuft. Hier höre ich doch einen. Er schießt nicht. Er hat nicht geschossen. Er hatte 21 HP. Egal. Wie viele Kills hatten wir? 4 Kills. Ich würde sagen, wir spielen noch die letzte Runde und dann war's das mit dem Video. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Runde. So, da sind wir auch schon in der letzten Runde angelangt. Ich würde sagen, wir gehen diese Runde einfach mal Conny Crossroads. Was haben wir schon zu verlieren? Es sind wenige Häuser, aber vielleicht kommen ein paar mit, dann können wir vielleicht auch mal am Anfang ein paar Kills machen und nicht erst am Ende. Ihr könnt auch gerne mal in die Kommentare schreiben, würde mich auf jeden Fall auch mal interessieren,
was eure Lieblings, ich sag mal, Stadt oder Ort, Ort ist vielleicht ein besseres Wort dafür, was euer Lieblingsort ist in dieser Season. Würde mich, wie gesagt, auf jeden Fall mal interessieren. So, ich habe gehört, hier sind auf jeden Fall ein paar mitgekommen. Einer ist auch bei mir im Haus oder nebenan. Ich höre schon die MPs. Ein Pump ist schon mal sehr gut. Irgendwo hier draußen auf jeden Fall. Den haben wir. Vielleicht kriegen wir noch ein MK7-Gewehr. Ah, ich nehme mal die Sniper mit. Dann hier ist hier auch ein Sprinkler. Und da war auch einer. Haben wir ein MK7-Gewehr und wir haben schon mal zwei Kills und ich kann mich Full Schild machen. Hier höre ich auch schon den nächsten. Ah, und da haben wir auch den nächsten. Es war eine sehr, sehr gute Entscheidung, Conny Crossroads zu landen. 3 Kills bis jetzt und die Zone ist auch nicht sehr weit weg. Na gut, der hat mir gut Hits gedrückt. Ja gut. Meine Pump musste nachladen. Ich hätte noch schießen können, aber. Also ich hätte geschossen so rum. Ja. Wäre vielleicht eine gute Runde gewesen, hätte ich den da jetzt geholt. Aber ich hoffe, es wieder hat euch trotzdem gefallen. Auch wenn es nicht die besten Runden waren. Aber wie gesagt, schreibt gerne in die Kommentare. Ich weiß, ich sag's in jedem Video und bestimmt in dem Video auch schon ein paar Mal. Aber wenn ihr Ideen habt. Schreibt es in die Kommentare. Ich würde mich riesig über ein Abo freuen. Wirklich, wirklich. Und lasst gerne ein Like da. Aktiviert die Glocke. Würde mich auf jeden Fall riesig freuen. Damit ihr keinen weiteren Content mehr verpasst. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein.